Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den Gamekeeper. Und ja, wir sind hier auf dem guten Asylum. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, auf dem Krankenhaus, ne? Oh, hab ich dich? Und hepp, einmal. Boah, das war gut, ne? Über den Tisch hinweg. So, ich weiß nicht, die Map hatte ich ja zuletzt mit Lucino. Und da war die Map ziemlich bescheiden, aber ich glaube jetzt hier mit ihm ist es ganz okay. Jetzt hat er mir natürlich so ein Ding gegeben. Ah, und zieht mich noch an die Wand. Und wartet hier an der Palette. Hab ich dich nicht? Ich habe ihn allerdings mit dem Sprung verlangsamt. Und wieso sehe ich jetzt seine Aura? Wieso sind hier so viele super sichere Paletten, die du nicht irgendwie ausspielen kannst, ne? Das ist sehr belastend. Okay, jetzt hat er schon zwei Magnete genutzt. Ich glaube nicht, dass er einen dritten hat. Habe ich dich? Und er hat mich dort vorne zu seinem Kollegen Prospektor geschickt. Wir haben drei Prospektoren und einen Gefangenen in der Runde. Der Gefangene hat sich vielleicht auch gedacht, einer muss ja hier irgendwie ernst spielen, ne? Nee, Quatsch, nicht ernst spielen, aber die Seife machen, ne? So, zack, du sitzt. Die ziehen sich den nächsten Prospektor. Wo ist das der Prospektor? Also ich weiß, dass hier lang einer gelaufen ist. Okay, dann ist das der dort vorne. So, und das Gute ist, der Kollege hängt dort, sitzt dort so weit am Hintern der Map, dass man eine halbe Ewigkeit braucht, um anzukommen. So, Tinnitus ist an. Oh, ja! Das war gut, dass es den noch erwischt hat. Perfekt. Super Sache. Okay, jetzt wirft er auch irgendwelches Zeug hin. Zack, erster Magnet weg. Oh, das war zu spät. Juhu, wie gut. Du kommst mit an den Stuhl dort. Tinnitus ist auch noch an. Oh, irgendwo muss noch ein anderer sein, oder? Irgendjemand mit Magnet? Tin wurde gerettet. Ja, hier ist noch einer. Einmal. Die sehen beide gleich aus, ne? Hab ich dich einmal? Na komm, na? Zack. Schade. Es hat uns aber wenigstens beide gestunt. Okay, ich hole mir jetzt den einfach wieder. Ich weiß nicht, wer gerade am Stuhl saß und wer nicht. Wahrscheinlich saß der gerade, weil der andere, der hat noch so viele Magneten. Oh, dort hinten habe ich wieder einen gesehen. Überall Prospektoren, ne? Aber wenigstens sind jetzt alle Prospektoren verletzt, ne? Das ist ziemlich gut. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Nee, ich dachte, weil, dass der andere jetzt direkt hier um die Ecke kommt. Der versteckt sich hier auch nicht direkt. Ha, keine Ahnung, wo der andere... Da ist der. Hab ich dich? Du bist down. Tinnitus ist jetzt an. Okay. Gut, der Prospektor ist weg. Hol ich mir den nächsten. Du kommst nach dort oben. Ich mache euch langsam, aber sicher alle Prospektoren weg, ne? Da gerade eben kam noch der Gefangene an, ne? Selbst der Gefangene traut sich langsam ins Feld. So, du bist auch tot, weil du nicht rechtzeitig gerettet wurdest, weil er so weit wegging. Zack, das ist kaputt. Tinnitus ist an. Heißt, sie heilen sich in der Nähe? Dort ganz unten wurde ein Seifer gemacht. Hier ist niemand. Okay, nee, keine Ahnung, wo der letzte, beziehungsweise der letzte Prospektor oder der Gefangene dann halt ist, ne? Können wir vorstellen, dass dort oben vielleicht jemand sitzt? Tinnitus ist jetzt auch wieder an. Dort ganz hinten vielleicht? Ich schau mal hin. Ja, dort ist jemand. Der andere Prospektor, okay. Hier mache ich erstmal das Ding weg. So, er hat jetzt hier erstmal einen Magneten ins Nichts geworfen. Oder auch nicht, denn der Magnet klebt schon an mir. Und ich klebe an der Wand. So, erster Magnet weg. Oh, das war super knapp.
Hab ich dich? So, zack, du kommst mit. Und hier auf den Stuhl. Jetzt steht eigentlich nur noch der Gefangene, ne? Das Ding ist, der Gefangene hat wahrscheinlich seinen aufgeladenen Schock. Allerdings hält mich der Schock für eine Sekunde dann auf. Wäre nur problematisch, wenn der es zum Typen schaffen könnte. Er war zumindest hier in der Nähe. Oh, drück doch, jetzt. Ich teleportiere mich direkt wieder zurück. Ich könnte mir vorstellen, ja, der ist irgendwie an mir vorbeigekommen. Das war sehr schön gerade mit anzusehen. Er hat den Gefangenen weggestoßen, ne? So, warte mal, jetzt mache ich das gleiche wie vorhin schon eben. Ich hau dagegen und er ist dadurch verlangsamt. Hab ich dich? Und ich hole ihn mir. Zack, hab ich dich. Tinnitus ist aus, heißt andere Prospektor ist über alle Berge. Der ist jetzt natürlich verletzt, also könnte ich den recht schnell niedermachen, wenn ich ihn finde. Zack, du sitzt. Jetzt gehe ich mal den Weg lang. In der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht jetzt finde. Upsi. Türen und wie man gegen sie läuft. Tinnitus ist hier an. Ist der vielleicht von der anderen Seite gekommen? Nee, Tinnitus ist wieder aus. Tinnitus ist wieder an. Das heißt, okay, nicht auf der Seite, sondern auf der Seite. Ja, dort vorne. Ich hab dich gesehen, mein Guter. Wieso ging das nicht drauf? Jetzt stunt er mich und wird den Gefangenen retten. Nee, wird er nicht. Ich dachte, er ist schnell genug und schafft's. Er läuft links runter. Hier unten weg. Nee, er ist nicht hier unten weg. Ha? Der Gefangene ist auch weg. Okay, keine Ahnung, wo der Prospektor gerade hin ist. Das hat er gut gemacht, hat er mich schön veräppelt, beziehungsweise ich habe die Spuren falsch gelesen. So, ich teleportiere mich jetzt nach dort oben. Einfach um so ein bisschen von A nach B schnell zu kommen. So, vielleicht findet er ja... Oh, Tinnitus ist an. Vielleicht findet er ja die Falltür. Vielleicht finde ich ihn vorher. Keine Ahnung. Oh. Hinter mir, okay. Wahrscheinlich, weil er lange nicht repariert hat, oder warum habe ich das gerade bekommen? Oh. Das sind immer so die frechen Schüsse, ne? Die nicht drauf gehen. Und der geht wieder durch. Jetzt geht er nicht mehr durch. Wird aber gleich nochmal durchgehen. Zack's dann. Hab ich dich. Und down. Wunderbar. Damit haben wir alle bekommen. Schöne Sache. So viele Prospektoren, ne? Die können einen halt auch wirklich richtig gut aufhalten. Zumal die normal schnell auch dekodieren, ne? Können dich dreimal in der Jagd wegschubsen. Können sehr gut retten, ne? Bin ich schon froh, dass wir die geschnappt haben. So, schöne Sache. Gut, dass wir haben den Gefangenen eigentlich von Anfang an ignoriert, aber gut, wir hatten auch irgendwie mehrere Prospektoren, die wir die dauerhaft irgendwie gejagt hatten. Darum konnte der Gefangene jetzt auch nicht so viel Fortschritt machen. Ne? Na gut, ja, das waren meine Überlebenden, meine Punkte und jetzt kommt noch eine zweite Folge ran, also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde, diesmal mit dem guten Whipper und mal sehen, wie wir uns schlagen werden, ne? So, wir haben diesen coolen Ritter-Skin, ne? Mir gefällt der sehr gut. Aber an sich, Ripper habe ich seit einer Weile nicht mehr gespielt. Hier vorne, oh, eine Verzauberin. Los, trifft, trifft. Ach, Mann. Das unterscheidet halt einen, ja, guten von einem schlechten Ripper, ne? Der gute Ripper hätte noch nicht geschossen. Wahrscheinlich noch ein bisschen gewartet. So, sie geht rüber. Einmal habe ich dich. Das Gute ist, der Pieper verrät mir jetzt so ein bisschen. Natürlich, wo sie langläuft, aber wo ich sie vielleicht auch mit der Nebelklaue treffen kann. Ah, das ist zu dick. Habe ich dich? Perfekt, durch die Wand getroffen.
Und sie hatte halt noch ihre zwei Stunts gehabt, konnte sie aber zum Glück nicht nutzen. Dort hinten kracht es irgendwo. Wir haben vier Verzauberinnen! Wollt ihr, dass ich krank gehe? Ich habe überhaupt nicht bei der Lobby drauf geachtet, was ich für Charaktere habe. Hier in der Runde, das mache ich eigentlich nie. Dann ist natürlich das üble Erwachen dann, ne? In der Runde. Vier Verzauberinnen. Ich werde so oft gestunt werden, ne? Die ging nicht drauf. Einmal, zack. Jetzt hat die andere natürlich wieder ihre drei Stunts bereit. Packe ich das da hin. Eins dann. Okay, das ist die richtige, die ich jage. Da habe ich dich. So, wo ist die andere? Die machen nebenbei die ganzen Cypher. Die andere wird sehr wahrscheinlich hier irgendwo versuchen, mich nochmal zu stunnen. Nee, wird sie nicht. Die geht weg. Okay, super. Dann kommst du nach dort unten. So, zack. Ganz hinten sitzt einer. Oh, drei Verzauberinnen. Was habe ich dem Spiel nur angetan? Jetzt hinten kommt die nächste an. Nein, und ich treffe nicht mal. Hätte ich jetzt getroffen, wäre das richtig cool gewesen, aber habe ich leider nicht. So, ich bin unsichtbar und super schnell. Zack, sie hat mich gestunt. Was? Schlagreichweite? Geht nicht weit, oder wie? Einmal habe ich dich. Die wird jetzt hier in der Nähe warten bei mir, die dann von der Schulter stunnen wollen. So, ich sehe sie zum Glück. Kurz zumindest. Ich habe noch nicht meine Nebelklaue. Hier ist die vom Anfang. Habe ich dich? Das ist die vom Anfang. Die hat hier drei Zeichen. Einmal. Die haben alle so viele Zeichen. Das ist doch unmenschlich. Denkt auch mal an eure armen Hunter. Los, komm, 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 komm. Zack. Du sitzt, bevor sie ankommen kann, um mich zu stunnen. Ich setze hier wieder einen Pieper hin. Ich habe nichts getroffen. Schade, da auch nicht. Jetzt kommt der lange Stun und noch mal ein kleiner Stun rein. Und die dorthin ist auch wieder aufgestanden. Natürlich. Hast du auch wieder einen Stun? Ja, hast du. Natürlich. Boah, es ist das reine Stunfest, ne? Wenigstens hat keiner jetzt so einen langen Stun. Okay, du kommst hier wieder hin. Zack. Wenigstens sind jetzt auch alle verletzt. Bist du... Nee, du bist nicht mal tot. Die anderen heilen sich dort oben. Ich packe hier einen Pieper hin. Nee, die heilen sich nicht. Keine Ahnung, was die macht. Ich habe den Nebel... Oh, gut ausgewichen. Kleiner Stun. Schade. Ich muss nach dort unten. Die haben sich nämlich gegenseitig jetzt alle gerettet. Stun. Ich meine... Ich rechne ja mittlerweile gerade mit nichts anderem mehr als Stuns. Wo ich doch hingehe. Stun, 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 ne? Verzauberinnen. Aber gut, dadurch sind alle verletzt jetzt und wir haben, glaube ich, auch die erste tot. Es geht eigentlich gerade. Die heilen sich dort unten. Nebelklaue lädt sich langsam auf. Ich habe halt auch... Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der beste Jack-Spieler. Deshalb treffen manche Nebelklauen nicht so gut. So, okay, hole ich mir dich jetzt. Zack. So, langsam muss doch auch die nächste tot sein, oder? Ich hatte euch noch gefühlt alle schon 10-mal auf dem Stuhl. Problem ist, der nächste Stuhl ist der hier. Ja, da komme ich nicht hin, nee. Ich werde hier einen Pieper hinsetzen. Zack. Und hier oben auch nochmal ein, zack. Und weiß damit Bescheid. Da muss irgendwas anderes davor sein, dass der nicht durchgeht. Habe ich dich? Ich habe mich versteckt, bis sie um die Ecke kam. Jetzt kann ich dich mitnehmen. Nein, 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 nein. Du stunst mich nicht. Hör auf.
Don! Und? Der geht nicht drauf. Die hat keine Stunts mehr gerade. Die hier darf nicht aufstehen, die hat 4 Stunts. So, zack. Ah, Mist, meine Nebelklaue ist noch nicht bereit. Habe ich dich? Wunderbar. Jetzt muss ich die dort mitnehmen. Dass hier keine wieder aufsteht. Dass die alle liegen bleiben, denn es war ein Krampf, sie alle niederzumachen. Du kamst noch dort. Oh, und sie geben auch. Perfekt. Puh, was für eine anstrengende Runde. Naja gut, aber wir haben es geschafft. Schöne Sache. Ich weiß nicht, vielmal der gleiche Charakter ist vielleicht auch nicht so optimal, ne? Wobei das schon sehr anstrengend ist. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!